So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Und ach so, ich sehe ja alles weiß, aber muss erstmal alles hier geladen werden. So, mal kurz gucken, was haben wir heute gemacht. Ich habe natürlich die Mods vergessen reinzumachen. Klar, was soll's. War ja klar, aber zu meiner Verteidigung sehr kurz gesagt, ich spiele oder ich nehme jetzt Minecraft eigentlich mehr aus. Na, Not heraus aus, klingt irgendwie blöd, aber so ist es fast, weil ich habe seit neuestem irgendwie Probleme mit meiner Grafikkarte, beziehungsweise scheinbar mit der neuen Treiber-Version von Nvidia, weil die irgendwie doof tut und der Rechner andauernd abschmiert, sobald ich spiele, die DirectX 11 unterstützen. So sieht es zumindest bis jetzt aus, was ich in Erfahrung bringen konnte. Dass es wohl daran liegt, schmiert hier der Rechner immer mal wieder ab. Gibt es ein Problem, dass irgendwie der Kernel vom Treiber Probleme gemacht hat und dass dann nach Absturz der Treiber wiederhergestellt werden musste, bla bla bla. Und das passiert hier jetzt irgendwie mehrmals täglich und das ist extrem bescheiden. Und man findet recht viel davon, dass andere User das Problem auch haben. Nur niemand hat so wirklich eine Lösung dafür bis jetzt gefunden. Und ich hatte gerade Bioshock Infinite, wollte ich aufnehmen, bin aber überhaupt nie weit gekommen oder an der Rechner abgeschmiert hat. Und da es hier mitten in der Nacht jetzt gerade ist, habe ich keinen Bock, großartig noch auf Fehlersuche zu gehen und hin und her, weil bis ich das dann wirklich alles getestet habe und wieder aufnehmen kann, ist dann auch wieder so viel Zeit vergangen, dass ich dann auch wahrscheinlich wieder zu müde sein werde. Aber bei Minecraft gab es bis jetzt noch keine Probleme, deswegen bin ich da zuversichtlich, dass ich das hier wenigstens in Ruhe spielen kann. Kann ich wenigstens die Zeit nutzen, um aufzunehmen, was ich ja sowieso wollte. Ja. Aber ist trotzdem doof. Bisschen ärgerlich das Ganze, muss ich mal sagen. Total bescheuert, ey. Mann, 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 Mann. So, wo war denn eigentlich der? Wo war denn der Sandstrand? Der war da hier irgendwo durch den Wald durch, oder? Wo wir abgebaut hatten ein bisschen. Moment, wo fällt mir gerade ein, wir brauchen da gar nicht mehr so viel Sand. Warum renne ich bin schon wieder total durch? Moment, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Wo wäre eigentlich am sinnvollsten? Wo wir eigentlich wären, wenn wir dort uns einen Weg nach oben bauen würden, rein theoretisch. Ach, sieh an. Komm her. Ja, und deswegen, auf jeden Fall erzählt habe ich das deswegen, weil ich gerade zufällig, Quatsch, ich wollte mich damit rausreden, dass ich die Mods, die ich installieren wollte, noch nie installiert habe. Spawn die Slimes jetzt eigentlich überall? Ich hatte mal was gehört, dass die angeblich jetzt in Sumpfbiomen spawnen sollen. Und das habe ich auch so selber erlebt und dachte, das wäre bestätigt. Und somit könnte man das ganz kühn behaupten, aber jetzt, das war ja eindeutig kein Sumpfbiom da drüben. Ja. Falls jemand von euch da Erfahrung mitgemacht habt, mit diesem Problem an der Nvidia-Karte und da vielleicht eine Lösung gefunden habt, könntet ihr die mal, wenn ihr so nett wärt, in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren. Schlimmstenfalls besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Grafikkarte einfach einen Treffer mittlerweile hat, wobei die seit die habe ich jetzt noch nie so lange. Ich glaube noch nicht mal ein Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Und bis dahin hatte die eigentlich immer super funktioniert. Hat nie doof getan. Von daher wäre das eigentlich seltsam, wenn die dann jetzt urplötzlich aus nix anfangen würde, doof zu tun. Von daher gehe ich mir doch schon aus, dass da irgendwie was mit dem Treiber zusammenhängt. Was allerdings mördermäßig nervt. Vor allem, weil es auch sehr unvorhersehbar kommt. Manchmal kann ich stundenlang spielen und dann urplötzlich dreht er ab. Und andere Male startet nicht mal der Rechner in Windows, sondern rebootet ohne Ende. Auf jeden Fall ist das mehr als bescheiden. So, jetzt müssen wir mal. Ach doch, das wäre eigentlich schon sinnvoll. Wir gehen hier gerade runter und dann führt der Weg uns quasi dort weiter, hier durch die Bäume. Da können wir uns ja dann. Die werden ja eh alle nochmal abgeholzt. Eigentlich könnte man dann hier.
Hier könnte man den Wald so ein bisschen auslaufen lassen. Der hört hier so abrupt aus. Hier könnte man noch so ein paar vereinzelte Bäume hinstellen. Und den Ding hier, den werden wir zu pflanzen ohne Ende. Da sind... Oder war das da? Nee, warte mal, wo sind wir denn? Schade, nachts würde ich die Fackel noch sehen, wo wir rausgeschissen gekommen sind. Aber jetzt werden wir erstmal eins machen. Jetzt werden wir mal gucken, was sich eigentlich unter unserem Berg so verbirgt. Nachdem ja jetzt, habe ich gesehen, für Microsoft, es wurde ja das Update angekündigt oder eine Ankündigung fürs nächste Update gemacht. Ich hole mir hier mal die Kohle. Sind außerdem XP. Ich hoffe, wir finden bald einen Diamanten und Obsidian. Oder vier Diamanten und Obsidian. Oder Lava. Daraus können wir zumindest Obsidian machen. Und zwar wurde ja gesagt, mit dem 1.6er Update angeblich, da soll es dann Pferde geben. Ganz offiziell von Mayongs Seite, von der Minecraft Seite her sollen Pferde mit implementiert werden. Einfach halt, um schneller durch die Welt zu reisen. Oh, Level 25. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie sich das hier negativ oder problematisch auf den Mo Creatures Mod auslöst. Weil der hat ja nur schon länger Pferde. Und ich frage mich, ob die Entwickler von Mayong da vielleicht mal auch so einen kleinen Blick mit drauf haben und sich vielleicht angeguckt haben, wie man die sinnvoll implementieren kann, die Pferde. Ohne dass dann hier nach dem Patch dann wieder zig Hotfixes rauskommen müssen. Weil irgendwas nicht so wirklich funktioniert. Aber ich bin ja mal gespannt. Also ich finde es gut, dass sie da mehr Tiere einbauen, weil das ist ja wirklich so an der Natur. Da fehlt es ja so. Also gut, manchen ist das nicht wichtig. Ich finde aber schon, dass halt die Natur so in Minecraft nie so wirklich lebendig wirkt oder zumindest noch ein paar Tiere vertragen könnte vom Standard her. Mo Creature Mods sind ja wirklich viele dabei. Gut, das kann auch stellenweise sogar ein bisschen zu viel sein manchmal. Aber das kann man ja dann auch immer noch so ein bisschen regeln. Haben wir noch ein bisschen, ja, ein bisschen Eisen haben wir noch mit. Ja, auf jeden Fall bin ich da gespannt, wie das dann aussehen wird. Mit den Pferden in Minecraft. Und ich wollte hier jetzt gerne mal schauen, was sich direkt unter unserem Schlafgemach quasi verbirgt. Gibt es hier noch andere Eingänge? In Höhlen. Ich bin der Meinung, wir hatten doch hier mal... Das sieht seltsam aus. Moment, wir gehen mal hier ein wenig runter. So. Jetzt zum Beispiel so ein Schmetterling und sowas. Das ist auch... Ah, das sieht auch interessant aus dort. Aber jetzt... Halt, Moment. Hier können wir runter. Ah, na. Also, ich wollte gerade sagen, habe ich gar keine. Was? Moment, Fackeln. So, und los geht's. Ah, da können wir zumindest, da brauchen wir die... Ach du Scheiße. Brauchen wir nicht ganz so weit weg. Von unserem Zuhause sein. Moment, ja. Hier direkt uns nach unten bauen und kann das dann vielleicht sogar für andere Sachen, für zukünftige Projekte hier vielleicht nutzen, dass man hier direkt nach unten gehen kann oder dass wir eine Möglichkeit haben, direkt in ein Höhlensystem zu kommen. Müssen wir mal schauen, mal sehen, wie groß das ist. Ich hänge meine Fackel in. Alter, geht das tief, da möchte ich auch nicht runterfallen. Das geht ja, das ist, Alter, das ist ein Schacht. Gold, Eisen und Lava. Krass, hier könnte man, eine Wendeltreppe ist vielleicht ein bisschen, aber ein Werwolf. Aber der ist noch nie verwandelt, aber da ich nie will, dass der mir auf den Sack geht. Komm her. No! Doch. No! Nein. No!
Ich wusste ja nicht, dass der hier sich mit dem Zombie verbunden hatte. Also, nie verbunden jetzt rein körperlich, sondern dass die hier voll die Allianz hatten. Greift mich der. Oh, hau ab, Ratte. Okay. Ne, den Werwolf wollte ich jetzt töten, bevor der dann erst. Na. Bevor der sich dann verwandelt, dann haben wir nämlich richtig zu. Oh, das hört sich aber nach Spawner an. Oder? 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 Da haben wir schon mal Skelette, was total bescheiden ist. Wenn wir uns dort dann auf den Weg nach unten machen wollen. Aber jetzt muss ich nochmal kurz. Das hört sich sehr nach hier irgendwo an. Ab und zu mal gucken, ob uns ein Creeper. Ich grab mal nach unten. Das kommt doch eindeutig von hier. Aber ich sehe nichts. Aber so viele wie hier sind. Das kommt aber eindeutig von hier. Hallo? Fackel. Aber hier ist nichts. Das ist da eindeutig ein Spawner, aber was ich hier höre. So viele Zombies an einer Stelle. So, mache ich hier die ganze Hütte kaputt. Halt! Aha! Da ist er! Da ist er! Wir haben ihn gefunden. Er war unter uns. Na, ihr. Oh. Alter, wie sieht der denn aus? Uiuiui, der hat die Nacht durchgemacht. Ah, jetzt so ein Eimer Lava wäre bestimmt ganz hilfreich. Haben wir erstmal ein bisschen Licht und jetzt müssen wir hier erstmal eh. Ach, guck mal, der haben sich die Steine geschnappt und wollen uns mit den Steinen auf den Kopf hauen. Los! Ich hoffe, die spawnen nicht schneller nach, wie ich die hier rund machen kann. Los, komm. Noch einmal, noch einmal. So, du kannst wieder ab. Und die haben einen Zombie-Spawner gefunden. Und eine Truhe, was. Oh, oh, oh. Verzauberungsbuch. Behutsamkeit 1. Das wäre ganz cool. Muss ich mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie die funktionieren. Zack, zack, zack. Faden, Sattel haben wir alles. Haben wir alles dabei. Hier haben wir dann noch ein paar Cobblestones. Hallo? Ja, wird hier die kleine noch einer sein, oder? Nee, das sind einfach nur. Nee. Nee, hier geht's einfach nur in die nächste Höhle. Ah, das ist hier. Ach, geht hier der Schacht weiter? Was ist das? Nein!